Heute sind wir im Yoshida Dojo. Alter Bekannter, kennt ihr 100% Yoshida. Nakamura ist auch hier. Da ist der Nick. Wie ihr seht, sind die Hallen nicht besonders groß hier, aber es reicht, um erfolgreiche Kämpfer zu schmieden. Da sind die Umkleiden. Persönlich mein Held, weil er auch vom Judo kommt, eine Judo-Legende und auch eine MMA-Legende. Ja, so, ich werde jetzt mal fragen, wenn man so viel erreicht hat, was will man dann? Er ist noch sehr jung, 32 Jahre, fragen, was will man dann noch erreichen? Now, like, you are a very successful Judo fighter, very successful MMA fighter, very successful coach. Ähnlich wie in Deutschland ist das MMA, es ist zwar angekommen in Japan, aber trotzdem steht es in der Konkurrenz zu vielen anderen Sportarten. Ja, er möchte halt das MMA weiter in Japan etablieren. Er möchte, ich sag mal, auch die Judokas für MMA ermutigen, damit die hier ja, das Land so ein bisschen übernehmen. Now, you're now training together with Omigawa and also Ishii. And who's else? That's it. Georgia. Georgia. So, what is like their next fights? Who are they fighting next? Omigawa, next month, 5 UFC. UFC in Madrid. Las Vegas. Las Mate, Ishii wa Iron Man. Las Mate wa this month, starting. Okay. Brazil. Okay. Next future. Ah, this month, 30. Pancras, good. Amateur fight. Four fighter. Okay. My shoe. Okay. Thank you. Okay. Also ich habe kurz gefragt, weil er ja der Trainer von Ishii, Omigawa und auch Rasu ist, ein georgischer Judoka, den ich auch noch von früher kenne. Was sind jetzt die Pläne? Was sind die nächsten Ziele? Ja, und er möchte Omigawa nächsten Monat bei der UFC, bei seinem UFC-Debüt unterstützen. Er will, dass Omigawa gewinnt. Das ist ja auch die Tragödie gerade in Japan, dass ich sag mal, die heimischen Organisationen ihre Kämpfer gerade alle an die UFC abgeben, so auch Omigawa. Bei Ishii weiß er noch nicht genau, wer als nächstes ansteht, und beim georgischen Kämpfer, der wird jetzt sein Debüt geben gegen einen koreanischen Kämpfer bei Gladiators. Er hat noch vier Jungs, die Amateur kennen. Und noch vier Jungs, die wir jetzt nicht so gut kennen. Dann, German Fighter, Deutsche Team. Mama des? Yeah. How do you think? Ich habe ihn gefragt, was er über die Deutsche Team denkt. Wie meinst du das? Deutsche Team. Die Schläge sind gut. Okay. But. Good striking, but he would like to see more takedowns.
and more complete fighters. Ja, für die, die es noch nicht schon gehört haben von der Seite. Also ich denke, dass die Deutschen ein gutes Stand-up haben, gute Schlagkombinationen drauf haben, halt im Stand gut sind. Aber er würde gerne mehr den anderen Teil sehen, die Takedowns, Bodenkampf, Mayweather, die Sachen, die Bodentechnik. Er meinte, da hätte man noch Aufholbedarf. Ist sicherlich nicht verkehrt. Jetzt kommt aber die wichtigste Frage zum Schluss. Kazuhiro, when are you coming to Germany to make party with us? Party. In Germany, when are you coming? Yeah. Oh, yeah. Please. It's a it's a Kivaska. Deutsch to me. Party. Well, next year. About the next year, okay. I take you serious. Yeah. If you're not coming, I'm going to get you. Ich habe gerade gesagt, wenn er mich jetzt verarscht, komme ich vorbei und hole ihn ab. Okay. Maybe. but strong, Nick strong. Technique. Don't worry, got to. Number one. Don't worry, got to. Yeah, it's. I fight Stefan Ego and Harito. He was. Mm. Nick was strong. He's stronger than Stefan Ego. And who? Harito the first. Harito. German. Oh. Yeah, Harito the first. K1. Okay, K1. Ja, he said you're stronger than those guys. Also, was er jetzt gesagt hat, traue ich mich nicht zu übersetzen, weil vielleicht der Lego dann zu Hause auf mich wartet und mir dann in die Fresse haut. Aber ich glaube, er hat mich gerade gelobt. Domo, Arigato. Domo. Hallo Leute, wir sind jetzt hier in Shibuya. Haben sehr gut und hart trainiert. Die Jungs wollten es wirklich wissen, aber es hat Spaß gemacht. Und wir können schon behaupten, dass wir da gut mitgehalten haben. Was sagst du dazu, Nick? Klar.